Hallo liebe Wassermänner, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was auf die Wassermänner im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten im Monat Juni so auf euch zukommt. Solltest du Interesse haben an einer privaten Kartenlegung, weil du weißt, das hier ist eine Kollektive und du nimmst hier das für dich mit, was sich richtig anfühlt für dich. Solltest du Interesse haben an einer privaten, dann schau unten vorbei. Dort findest du auch die Links zu der Buchung einer Heilsitzung, eines Aura-Readings oder falls du Interesse hast, dein Bewusstsein zu erweitern, an dir zu arbeiten, auch zu den Coachings. Vielleicht möchtest du wissen, was deine ganz persönliche Superkraft ist. Wir schauen, ich verbinde mich mit den Wassermännern im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten, Monat Juni und bedanke mich auch einmal ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich auf alle Likes, alle Kommentare, alle Abos. Vielen, vielen Dank. Etwas beschäftigt dich. Etwas, was schon passiert ist, beschäftigt dich und hindert dich an dem Weiterkommen. Vielleicht hat es mit deiner Zukunft zu tun, vielleicht hat es mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun. Das Happy Life, also in Form von Freundschaft, Verbindungen, ist vielleicht aktuell gestört, möchtest du verändern. Irgendetwas blockiert dich. Vielleicht dient das aber auch dazu mit dem Rat des Schicksals, damit du etwas, was dahinter liegt, erkennst. Vielleicht machst du sehr viel dein Glück abhängig von anderen oder von der Beziehung zu anderen. Hier geht es darum, dass du den Sparkle of your life erkennst, was auch immer das bedeutet. Also das, was dich antreibt, unabhängig von anderen Menschen. Ja. Möglicherweise geht es hier um Freundschaften, das Bedürfnis nach Freundschaften, erfüllenden Beziehungen, was hier ja, vielleicht aktuell nicht so gegeben ist oder etwas, was du verändern möchtest. Vielleicht ist das gerade ein großes Thema, zwischenmenschlich Beziehungen. Ja, und da liegt gerade eher etwas Unklares. Man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, wen kann man Freund nennen, wen nicht. Man stellt sich aber auch immer die Freundschaft anders vor als die Realität. Und da kann man natürlich sagen, eine Freundschaft ist ja nie reibungslos, genau wie eine Beziehung nicht. Du weißt nicht so ganz, wen du vielleicht auch mitnehmen sollst in deine Zukunft, wen du weiterhin Freund nennen sollst. Vielleicht beschäftigst du dich auch aktuell mit einer Reise, mit einem Ausflug, irgendetwas. Vielleicht planst du auch eine Reise. Auch hier haben wir wieder die lange Reise. Du möchtest langfristig etwas verändern. Vielleicht hat das hier auch mit deiner Achtsamkeit zu tun. Vielleicht hat das hier damit zu tun, dass du bewusster auch Dinge organisierst, planst. Und wir schauen mal, was dich hier noch blockiert. Ja, du blockierst dich selber. Also die Acht der Schwerter ist das eigene Fesseln. Du stehst dir selber im Weg. Warum? Vermutlich, weil du zu viel in Gedanken bist und oftmals nicht bei dir. Vielleicht hängst du auch zu viel in Gedanken anderer oder in Eventualitäten, so bekommst. Ja, das macht dich krank. Also es kann sein, dass das wirklich auf deine Physis ausschlägt. Also bitte gehe da raus und konzentriere dich auf deine eigenen Bedürfnisse, auf das, was du fühlst und das, was du auch verändern möchtest und richte dein Leben danach aus. Aber es bringt nichts, immer in der Vergangenheit zu sein, traurige Nachricht. Es bringt nichts, in diesen Verlusten zu hängen, auch von Menschen. Es geht darum, dass du dich konzentrierst auf das Hier und Jetzt und dass sich dann das Rad hier auch weiter drehen kann. Besonders bezogen auf Freundschaften. Der Hund steht für Freundschaften, Loyalität.
Herzchakra, logischerweise für dich, bezogen auf dich, aber auch dein Umfeld. Es geht hier wirklich um die bedingungslose Liebe, besonders zu dir selbst. Und wenn du für dich selbst das aufgearbeitet hast, dann kann sich das auch ausdehnen auf andere Personen, auf dein Umfeld. Also schenke dir Liebe, erfülle deine Bedürfnisse und lass mal andere Menschen außen vor. Vielleicht verbringst du auch etwas Zeit mit dir oder irgendetwas Unterstützendes, was mit einer Gemeinschaft zu tun hat, wo aber jeder selbst dennoch in der Lage ist, zu heilen. Ganz wichtig, also besonders wenn du es schon physisch spürst, ist das jetzt hier wirklich dein Zeichen. Konzentriere dich auf dein Herzchakra und dehne diese Energie aus. Was ist hier der Rat für die Wassermänner im Monat Juni? You are not for everyone. Embrace your redness. Face your truth north. Das passt ja 100%. Ne? Du bist nicht für jedermann. Das sollst du aber auch nicht. Du sollst hier nicht jedem gefallen. Du sollst aufbrechen. Du sollst verrückt sein. Lasse deine Andersartigkeit zu. Trag sie nach außen. Innere Erde. Du wirst das überleben. Neue Möglichkeiten. New Beginnings. Also veränder das in dir. Es ist wichtig, dass du dich erstmal selbst akzeptierst. Wenn du dich selbst akzeptierst, wenn du alle Facetten an dir annimmst, nach außen trägst, authentisch bist, dann wird das Leben dir natürlich auch auf diesem Weg antworten. Und dann ziehst du auch genauso verrückte Menschen, wie du es bist, in dein Leben. Ja, zum Abschluss möchte ich aber irgendwie doch noch eine Karte haben. Ja, eine Abschlusskarte hier. Drei. Okay. Tiefe Regeneration, Rückzug, Auszeit gehalten werden, ja, das Bedürfnis, das kannst du dir am besten selber schenken. Also Rückzug hier auch wirklich, nimm dich zurück. Für Regeneration, Priesterin, wo bist du aufgerufen vorzutreten und zu führen? Also vor allen Dingen dich selber, aber auch bezogen auf das Thema Weiblichkeit natürlich. Und mach eine Pause, also hier die Einladung an dich selber. Das ist ein Lebenswerk, nicht eine Lektion. Verlasse das Hamsterrad, besonders das Hamsterrad der Gedanken. Also gönn dir mal eine Auszeit. Und sei mal ganz lieb zu dir, nimm dich in den Arm und spüre, was du nach außen tragen möchtest. Auch für dich ist es ein Monat der Heilung und der Selbstannahme. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Kraft, ganz viel Erfolg und ganz viel Ruhe. Alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielleicht schaust du dir noch deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Und kannst noch weitere Informationen für den Juni erhalten. Bis ganz, ganz bald. Mach's gut.